inzwischen ganz schön kalt und hier im Süden hat es schon das erste Mal geschneit. Jetzt brauchen die Vögel draußen leckeres Fressen. Und wir basteln heute solche Leckereien. Ihr braucht erstmal Vogelfutter und Kokosöl. Das ist jetzt zu Anfang noch kalt und hart. Ihr mischt das mit dem Vogelfutter, dann ab in einen Topf und ihr macht es warm und dann wird es ganz weich. Dann mit der ganzen Masse ab in solche Förmchen auf einem Backblech. Dann muss es ja wieder kalt werden. Also entweder raus oder in den Kühlschrank. Und wenn das Ganze dann wieder hart ist, holt das aus den Förmchen raus und könnt es draußen im Garten für all eure Vögel aufhängen. Also Vögel, oh. Wir sagen guten Appetit. Wird bestimmt sehr, sehr lecker für eure Vögel. Viel Spaß und dann bis bald. Ciao.